Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal von Simulation Viking 15 und Spiele Gamer. Guten Tag. Zu einer neuen Folge Reaction. Titel heißt Kommt und hilft mir alle auf YouTuber Insta. Ja, mir kann man nicht mehr helfen. Das stimmt. Sehr witzig. Das Video ist von Tridan. Däbchmann. Sagt mir nichts. Naja. Wie gesagt, die Videos habe ich noch nicht rausgesucht. Das war er. Hey, pf, fick dich. Ui. Da kommt sie immer. Na, kann ich anfangen zu starten oder willst du noch was sagen? Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren, liken, kommentieren. Um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schaut dann noch wieder Reactions vorbei. Ja. Das Link verlinkt, drückt drauf. Da findet ihr alles mögliche wichtige Sachen. WhatsApp-Channel. Telegram, und bei mir ist Snap, Fuckbook gibt es da glaube ich nicht. Wie auch noch nicht drin. Doch, gibt. Hast du aber nicht. Sehe ich schon. Aber. Na, Fuckbook habe ich noch nicht. Noch nicht. Ja, das könnte sein, dass du das nicht hast, aber. Ich hab's zwar, aber ich hab's glaube ich nicht. Ach, ich weiß es nicht. Könnte sein. Ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall schaut auch gerne bei ihm vorbei. Bespielte gehen wir, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Und den kleinen Baby auch. Nein. Kein Baby. Ihr sagt nur Windel. Kenn ich nie. Ah, heute früh darüber geredet. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nix. Ja, genau. Kann ich abspielen lassen? Oder hast du noch Sam? Von mir aus schon, theoretisch. Ui, Sam. Nur Bauten. Bautzner. Ich werde das ohne meinen Weg auch alleine besiegen. Ich soll alle sammeln? Das Tor wird sich morgen öffnen. Wir müssen mal alle morgen versammeln, Mann. Tobi, was meinst du von wegen, ist es nicht so einfach? Ich hab dein Rätsel gelöst. Morgen ist das Unheil. Morgen geht was das Tor. Ich hab dich durchschaut. Die 28, alles fügt sich zusammen. Ich hab Lukas Kopf besorgt. Wo ist er überhaupt hin? Warum ist er weg? Warum öffnet sich das Tor nicht? Aha, du merkst es also nicht. Alles klar. Dann lass dich morgen mal überraschen. Was? Wie überraschen? Warum soll ich mich überraschen lassen? Ich muss jetzt alle zusammenrufen. Morgen ist das Unheil. Morgen müssen wir dann den Boss... Mach. Ja, sammel alle. Ich soll alle sammeln? Ja. Warte mal. Du. Was für sammel alle? Da, am Ende sind wieder alle hier versammelt und es passiert wieder nichts. Was für... Du tust so, als ob ich das nicht gelöst hätte. Warum machst du uns immer so viele Rätsel und so? Alleine kannst du gegen das Unheil auf jeden Fall nichts machen. Alleine kann ich damit... Ja, Tobi, ich sag dir so, wie es ist. Wenn es dazu kommen sollte, dass ich das Unheil auch alleine besiegen muss, ich werde es tun. Für die ganzen Leute auf der YouTuber-Insel. Ich werde das Unheil meinetwegen auch alleine besiegen. Oh, wenn du meinst, dass du es schaffst, viel Glück. Er sagt, wenn du meinst, dass du es schaffst, viel Glück. Leute, er sagt aber auch, ich soll alle versammeln. Ey, nimmt er mich gerade wieder komplett auseinander? Ich hab es doch gelöst. Es ist schon morgen, ist schon der 28. Ey, ich werde morgen auf jeden Fall zu 1.000.000% live gehen, Leute. Ich werde morgen live gehen und ich werde probieren, alle zusammenzurufen. Jeder Einzelne muss morgen an Start sein. Morgen ist das letzte Unheil. Und es checkt noch keiner. Leute, ich hoffe, ihr habt das Ganze an die ganzen anderen YouTuber verbreitet. Und sie müssen das alle wissen, Leute. Wenn ihr es durchgetan habt, schreibt jetzt überall in die Kommentare. Morgen am 28. ist das letzte Unheil. Tridan braucht euch alle. Leute, wenn ihr schon dabei seid, lasst auch sehr gerne Like und Abo. Da wird mich... Ich dachte, ein Dislike. Und kein Abo. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Na, ich bin mal gespannt, wie die Folge losgeht mit am 28. Das ist ja heute, gell? Ja. Ja, gut, da kommt's heute eigentlich. Da muss er heute ja live gehen. Da bin ich mal gespannt, Freunde, was heute passieren wird. Und du? Du auch? Gut, freut mich. Sehr freuen, Leute. Aber ich sehe Sue ist online. Ich muss unbedingt mit Sue reden, Leute. Ich werde ihn jetzt aufsuchen und ich muss ihm davon alles berichten. Er muss mir helfen, Leute. Jeder hier muss mir helfen. Jeder auf der Insel muss mir helfen, Mann. Ich sehe. Ah! Nein. Ey, das ist aber. Das ist doch Sue, oder nicht? Hä? Wieso? Hä, Reini? Hey! Ich hab dich komplett übersehen. Ah. Ey, pass auf, hier, Wasser, komm her. Ey, ich hab grad Ditten eine goldene und eine weiße Rüstung gesehen. Das sind, glaube ich, Zitashi oder Lukas und Sue. Und ich hab dich gar nicht gesehen, weil ich da nach Bro, oben geguckt hab. Ich kam gerade von hier so um die Ecke. Ey, Bro, ich hab. Hey, warte, Sue sucht dich? Was ist da los? Ja, ich weiß es nicht.
Okay. Auf einmal geschrieben. Weil, Bro, ich muss euch allen, ist sogar gut, dass du hier gerade bist und vielleicht kommt sogar Sion Titashi jetzt auch. Ich muss euch unbedingt so viel erzählen. Ich hab grad. Da oben sind die. Hallo? Was geht? Hey, was geht ab? Titashi? Was geht ab, Titashi, Bro? Geht? Alles gut bei dir? Jo, bei euch? Hey, ich hab euch gerade gar nicht gesehen. Hallo, Sion. Hallo? Hä, wieso übersehen mich alle hier unten? Guten Tag. Ja, ich hab dich auch nicht gesehen, Ronny. Bro, Tridan auch nicht. Aber cool, dass Tridan auch da ist. Eigentlich hab ich Ronny gesucht, aber noch cooler, dass du auch da bist. Ich hab eigentlich nur dich gesucht und voll cool, dass noch mehr da sind. Das passt gerade alles voll. Und der hat mich gefunden. Jungs, habt ihr gerade nicht mitbekommen, dass wir gefightet haben? Ihr seid wahrscheinlich auch da rausgekommen, aber ist auch egal. Ist auch egal, Leute. Lange Rede, kurzer Sinn, aber wir haben was Krasses gefunden. Bro, ihr habt was Krasses gefunden, ich hab was noch Krasseres gefunden, aber fang du erstmal an. Ich hab was Krasses gefunden. Nicht. Ja, alle... Wir haben das Krasses. Hä? Warte mal, ihr wolltet mir gerade sagen, ihr habt alle irgendwas gefunden? Ja. Ich hab was gefunden. Ja. Ich hab was gefunden. Ja, okay, fangen wir an mit Sue, oder? Okay, dann fangen wir mit unserem an. Hier, nimmt das Buch. Einer von euch kann das haben und lesen. Okay, Ryan, mach du. Achso, ja, danke dir. Dann liest Tridan das einfach laut vor. Gedanken von Tobite. Okay. Ryan, bist du ready? Mhm. Im stürmischen Tanz der Gedanken zwischen den Welten von Wissen und Wagemut erhebt sich der Mensch mit seiner unerschütterlichen Macht des Geistes, um die Grenzen des Unmöglichen zu durchbrechen und das Universum mit seiner Kreativität zu durchdringen. Alter, was soll das aber heißen? Ja, richtig, das was heißt das? Ist eine gute das? Frage. Eine sehr gute Frage. Was ist los? Sag nicht, Tobi war wieder hinter uns oder so. Ryan, nein. Hast du irgendwelche Informationen, die du uns nicht erzählen willst? Bro, raus damit. Bro, ich würde euch doch alles erzählen. Raus damit, hab ich gesagt. Hey, warte. Warum bist du denn so komisch? Hä? Ich bin nicht komisch. Fand das Rätsel nur krass. Ich find's auch krass. Aber wo habt ihr das her? Ja, okay. Wo habt ihr das denn gefunden? Dann fangen wir mal, machen wir mal weiter. Ryan, du hast auch was gefunden. Was? Ja. In dem geheimen Raum. Wollen wir was machen? Ach, im Dungeon habt ihr das Buch gefunden. Okay. Was denn? Okay, Ryan, was hast du herausgefunden? Ich hab herausgefunden, dass wir das Tor nicht öffnen sollten. Hä, warum soll man nicht öffnen? Wir müssen doch das Unheil besiegen! Aber ja, aber wieso willst du das Unheil denn über... Warum willst du denn das Tor überhaupt dazu öffnen, damit es uns angreifen kann? Er hat doch gesagt, es ist unser Untergang, wenn wir es nicht besiegen! Er hat gesagt, dass das Untergang das lauert da. Aber wenn wir das Tor öffnen, dann kommt es doch erst raus! Bro, nein, ich glaube einfach, das Ding ist, egal ob wir es aufmachen oder nicht aufmachen. Wenn wir es aufmachen, haben wir sogar eine Chance, es zu besiegen. Wenn wir es aber nicht aufmachen, dann werden wir eh untergehen. Ihr habt das Unheil nicht gesehen. Ja, aber trotzdem, ich glaube, als ob Tobi die Insel kaputt machen würde. Er will doch irgendwie, dass wir dieses Monster besiegen. Checkst du das? Morgen ist schon der Tag, Jungs. Was wie kommst du auf morgen? Morgen ist der Tag. Morgen öffnet sich die Tür. Ich habe schon gehört, die Theorie. 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3. Habe ich gesehen bei dir. Die Leute haben auch überlegt, lass mal kurz vor das Tor gehen. Kommt mal mit. Lass mal kurz dahin gehen. Das ist ein bisschen random. Bro, es ist nicht random, alles fügt sich zusammen. Du fügst dich gleich hier zusammen. Überlegt mal. Shader erstmal aus. Ich überlege. Ihr habt doch wahrscheinlich vielleicht mein Video gestern gesehen. Das mit dem 28. Das, was du gesagt hast, alle Unheile, 7 plus 6 und so weiter, ergibt 28. Morgen ist der 28. März. Vom Datum passt das schon mal. Ich habe bei Sue, ich weiß nicht, ob das auch gesehen wurde, Sue hat vor einem Monat ein Video hochgeladen, wo Tobi den Kopf von Lukas haben wollte. Und Sue hat ihn im Endeffekt gebracht. Er hat Admin-Rechte. Überlegt mal, warum hat er Lukas Kopf nicht einfach genommen? Vielleicht kann er es nicht oder was auch immer. Es funktioniert nicht. Ich habe am 28. ein Video abgeloadet, wo ich... Hä? Ja, das passt auch alles. Am 28. Februar, genau vor einem Monat, kam ein Video von dir. Jetzt gibt's Diskussion. Kennen wir ja woher. Nein. Doch, ich sag nur zu uns zwei. Wollen Sie dazu was sagen oder nicht? Ich kann dir sagen, dass ich gleich einnicke. Und du? Ja, geht so. Wo Tobi von Lukas haben wollte. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich guck mir das jetzt an. Bis gleich. Er hat doch noch gar nicht zu Ende gehört, was ich sagen wollte. Müssen wir dann nicht einfach Lukas Kopf hier aufhängen? Das hab ich doch getan. Das hab ich im letzten Video getan. Dann hat Tobi zu mir gesagt, von wegen, Tridan, das ist so einfach, mache ich euch es nicht. Dann habe ich jetzt gerade mit Tobi nochmal geredet und er meinte, okay,
versammel alle. Er meinte, versammel alle. Ich, wir müssen einfach alle zusammentrommeln. Was ist, wenn wir jetzt alle zusammenkommen und dass sich das jetzt öffnet? Bro. Aber morgen. Ja, am 28. Ich bin mir zu 100% sicher, dass morgen sich dieses Torchen öffnen wird, Mann. Ich bin mir so sicher. Aber Lukas, guck mal, ich hab Lukas Kopf genau hier auf den Boden gedroppt. Ein Blitz kam von oben, hat diesen Kopf zerstört und Tobi ist direkt erschienen. Direkt. Was zählst du da? Zählst du die Blöcke? 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5. Was zählst 6, du, Bro? 7, Bro, bist 8, du. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hä? 14 mal 15. Leute, rechnet mal 14 mal 15. Ja, 10 mal 10, 100. Das sind 210. Ja. Ja. Und jetzt? Das macht keinen Sinn, okay. Das macht doch keinen Sinn. Warte, ja, Bro, Jeffo, das wären 228 oder irgendwie sowas gewesen. Ja, okay, das wäre krass. Daran habe ich auch nicht gedacht. Aber okay, die Zahl 28. Sind 29. Bro, wäre es 14 mal 14, dann wäre es auch 8. Okay, ja, okay, guck, also die 28 okay. ist wirklich, Jungs, oh sag Gott. Ich. Oh mein Gott, Tridan. Weißt du jetzt, was ich meine? Was ist das für ein Zufall? Weißt du jetzt, was ich meine, Bro? Ja, aber das Ding ist, Itachi hat auch irgendwas mit Köpfen gesagt. Ich auch danach. Ich dachte auch, das hat was damit zu tun. Wie, du hast was mit Köpfen gemacht? Nein, ich habe nichts gemacht, aber ich dachte, vielleicht das hat was damit zu tun, weil in diesem geheimen Raum, da waren so drei Köpfe, drei Skelettköpfe und diese Null-Portal-mäßig. Ja, aber eine Sache noch. Was, also er wollte, dass du ihm den Kopf bringst. Ja. Das Ding ja. ist, er wollte schon oft, dass irgendwelche Köpfe ihm gebracht werden. Das, aber also, das Lukas heißt, hat eh gesagt, Lukas hat gesagt, dass du ihm schon einen Kopf gebracht hast. Dass ich ihm einen Kopf, ja, nee, Tobi habe ich einen Kopf gebracht, ja. Ja, Lukas meinte, dass du, mit ihm meine ich Tobi, dass du ihm einen Kopf gebracht hast. Ja, genau, ich habe ihm den Kopf hier gedroppt, ein Blitz ist erschienen, der Kopf ist zerstört worden, Tobi ist erschienen und meinte, Tridan, denk nicht zu leicht. Da meinte er aber heute, gerade eben, vor 10 Minuten, nicht mal vor 10 Minuten, Tridan, versammel alle. Ich soll jetzt alle versammeln. Das Tor wird sich morgen öffnen. Wir müssen mal alle morgen versammeln, Mann. Ich habe schon den Leuten gesagt, zu morgen gehe ich hundertprozentig live. Morgen ist das Ende und der Anfang. Was auch immer er damit meint. Ja, das Ende und der Anfang. Leute, das sind zu viele Rätsel. Mein Kopf explodiert gleich. Es gibt tausende von Theorien gerade. Mein Gott. Dich lieb. Ui. Oh, Mann. Dann halt nicht. Der ganze Chat ist voll bei euch wahrscheinlich auch. Der eine sagt irgendwie, es hat was mit irgendwelche Schwerter zu tun. Der andere sagt, es hat was mit Rhiney zu tun. Der andere sagt, es hat was mit deiner Nase zu tun. Der andere sagt, es hat was mit der Hose von... Deine Nase? Aber vielleicht kann mal, das nicht warte, mehr. Seht ihr meinen Namen eigentlich noch? Nein. Nee, Rhiney. Oh. Das Ding ist... Ach, das meinst du? Wisst ihr, wovon, dass der Anfang morgen auf jeden Fall sein wird? Von was denn? Von Sue's goldenen Playbutton. Ich hab eine Melone. Oh. Ja, das stimmt. Sue, du musst morgen auch unbedingt live gehen. Das musst du den Leuten sagen. Von was anderem ist aber ja, auch der Anfang. Also wenn ich vor den 1 Million sein sollte, dann muss man echt irgendwie feiern. Seid ihr dann wir auch müssen, dabei? Dass Bro, ich hab ja sogar dabei. Geburtstag, Bro. Ich werde auch streamen. Genau. Und dann kommt der Todesmann. Geburtstag. Oh Mann, jetzt wird diskutiert. Weißt du, was ich nur sagen kann? Nacht. Ja. Ich leg mich mal kurz auf den Schreibtisch. Hast du gehört? Oh Mann. Aber wir lassen das Video ruhig weiterlaufen. Schauen Sie da ein. Ja, ich lauf nie ein. Keine Sorge. Bro, was ist das? Hat nur letztes Mal. Keine Sorge, okay? Okay. Was ist das jetzt? 28 Millionen! Das Ende, das Event, alles. Gänse wird kaputt gehen. Alles. Das ist geisteskrank, wirklich. Wie wird das dann sein? Juhu, geil, 1 Million. Oh, YouTuber-Insel vorbei. Ja, geil. Bei den ganzen cool. Zufällen. Bei den ganzen dann Happy Zufällen. Birthday! Happy Birthday, die Insel geht unter! Unsel geht unter! Happy Birthday! Das ist alles nicht mehr. Ja, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen gehen, das ist mir alles zu viel. Okay, ich hoffe einfach, dass wir jetzt eine Lösung finden. Okay, Sio. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Grad noch. Ja, Rhiney. Ich habe ja gerade gesagt, das sind 210 Felder. Ja. Aha. Ich bin Level 210 einfach. Haut rein. Echt? Genau. Ey, ist das Unheil! Ey, ist das Unheil! Rhiney, ist das Unheil! Ey, vielleicht muss ich ein Level für jeden... Nein. Das Ding ist, okay. Rhiney, ich bin gerade auch Level 26. Stell dir vor, ich wäre gerade Level 28. Bro, wärst du jetzt Level 28, ich würde weinen. Das wär echt heftig, aber es ist nicht so. Was war das? Was hast du gemacht?
Hä? Hast du... Ryan? Also, ja. Warte, haben wir eigentlich überlegt, dass vielleicht der Kopf, den du hast, das Schlüsselobjekt sein könnte? Ryan? Was ist, wenn wir Lukas und, und Tobis Kopf da gleichzeitig hinschmeißen müssen? Aber Sache haben wir schon getestet. Aber Tobi meinte zu mir, ich muss alle versammeln. Warum hat er das zu mir gesagt? Ein komisches Rätsel von ihm? Denk doch mal logisch. Ja. Guck mal, Bro, du standest. Dann fällt mir wieder ein Schläfchen. Du hast den Kopf hingeworfen. Mit der Schläfchen. Wir müssen zusammenarbeiten, nur du standest hier allein. Was? Stimmt. Aber der Kopf ist ja jetzt weg. Vielleicht ist das der Grund. Ja. Und geht's jetzt besser? Na, eher weniger. Bin gleich wieder da. Ich hol kurz mein Plüschtier. Kuscheltier. Wo brauchst du das jetzt? Tja, für Kuscheln. Ich lass das natürlich weiter ablaufen. Ja, Bro, aber da fragst du halt Lukas nochmal. Ja, du hast recht. Vielleicht so, aber ich glaube, wir sollten das alle machen, wenn wir vereint sind. Ich hoffe, morgen sind alle am Start. Wir müssen morgen. Ich hoffe, du bist morgen auch da, Reini. Auf jeden Fall, hä? Okay, weil also wenn sie das morgen öffnet, wir müssen alle versammelt sein und wenn einer fehlt, dann können wir das nicht öffnen, das weißt du. Wir haben letztes Mal so lange auch auf Flo gewartet und es hat trotzdem nichts gebracht. Obwohl doch, weißt, wir sind dann noch in den Dungeon gekommen. Was ist, wenn wir wirklich mindestens 15 Personen sein müssen? So wie die Zahl hier unten. Ja, stimmt, für jeden Block Reihe eine, quasi, ja, eine genau. Person. Mindestens 15 Personen, irgendwie sowas. Warte, ich guck da mal kurz nochmal rein. Hab ich noch komm mal her, ich hab noch einen Geschwindigkeitstrank. Können wir noch ein bisschen reingucken? Yeah. Ich werfe ihn mal hoch, damit wir beide den bekommen. Zack. Wenn wir da jetzt reingucken, hat sich da irgendwas verändert jetzt in der Zeit? Aber da hat sich, glaube ich, echt nichts verändert. Da ist immer noch dieselbe Arena mit dem Soulfire, mit den Crying Obsidian. Alles ist da auf jeden Fall gleich geblieben. Und, aber warte, siehst du da? Da ist irgendwie. Was Goldenes oben? Ja, das Goldene, das meine ich gar nicht. Warte mal. Da in der Mitte sind irgendwie Beton- oder Quarzblöcke oder sowas. Das passt irgendwie nicht zum Schema. Okay. Irgendwas ist da in der Mitte. Tobi arbeitet doch immer mit solchen Sachen. Ja, aber was ist. Aber ja, ich meine, der ganze Boden besteht aus Crying Obsidian und schwarzfarbenen Blöcken. Ja. In der Mitte ist irgendwas Weißes. Ich kann mir vorstellen, es ist in der Mitte, dass irgendwas in der Mitte steht. Ja, stimmt, vielleicht steht da echt der Endboss und wenn das Tor sich öffnet, dass er da direkt einfach schon steht und wir direkt auf ihn draufstürmen müssen. Oh, das wäre so krank, keine Ahnung, er macht direkt so einen Laserbeam in unser Gesicht, so weißt du. Drei Leute direkt weg. Oh mein Gott, also ich sag dir ehrlich, ich hab gerade sogar zu Tobi gesagt, wenn es sein soll, ich kämpfe gegen ihn alleine. Es ist mir egal, ob ich meine Rüstung verliere, ob ich alles verliere. Ich mach das für uns alle. Denken, ich werde so viele XP-Flächen haben. Ja, 100%. Weil du musst dir einfach vorstellen, weißt du noch das fünfte Unheil? Den Unheil des den Boten des Unheils, ja. Ja, das wird ja nix, Bro, das war der Bote. Ja, stimmt, das war der Bote und das wird der Endboss. Jetzt kämpfen wir gegen das Unheil. Das Unheil selbst. Du hast recht, das Unheil selbst. Deswegen, ich weiß nicht, wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, und du weißt, was wir für Rüstungsprobleme hatten. Absolut. Ich habe eine Zweitrüstung, ich habe eine halbe Schalker-Chest von XP-Flaschen, aber ich brauche safe drei Schalker-Chests. Denkst du? Also ich werde auch ein paar besorgen, Bro, auf jeden Fall für morgen. Ja, ich werde nicht nur für mich, Bro. Ja, safe. Keine haben, weißt du, wir müssen... Also, erinnere dich dran. Ryan, erinnere dich dran, wie viele Sachen wir Timmy, dem Alpha-Clan, allen gegeben haben und sie unser Vertrauen so missachtet haben. Erinnerst du dich noch in der Livestream? Bro, natürlich erinnere ich mich. Aber denk dir eine Sache. Wenn morgen wirklich das Unheil sein sollte, Bro, dann lass uns doch dieses eine Mal noch, auch wenn es dumm erscheint, weil wir aus den Fehlern aus der Vergangenheit nicht lernen, lass uns dieses eine Mal noch versuchen, wenigstens, lass uns die Schlauen sein und die Hand reichen. Ja. Weißt du, damit wir uns am Ende nicht sagen können, ey, es lag an uns, dass wir es nicht gepackt haben, weil wir haben wirklich nicht zusammengearbeitet, weil wir haben uns auf alte Fehler beruht. Wir können dann sagen, ey, wir haben alles versucht. Okay. Ja, okay, ich werd probieren, denen zu helfen, aber auch wenn es mir wirklich gar nicht gefällt. Aber ich weiß. Mir auch nicht. Bro, nach dem Unheil, danach ist es vorbei für die. Ja, absolut. Nach dem Unheil ist vorbei. Okay, Ryan, okay, danke, dass du am Start warst. Ich warte dich morgen. Ich erwarte euch alle morgen. Alle müssen morgen am Start sein. Natürlich da. Ich hoffe, die Community wird morgen, also wir generell heute allen in den Kommentaren schreiben, dass wir uns versammeln müssen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, Leute. Okay, Ryan, wir sehen wir uns morgen. Ja, wir müssen das Unheil besiegen. Zusammen schaffen wir es. Wir werden das Unheil besiegen. Sehr gut. Hau rein, Ryan. Okay, Leute.
Reini ist auf jeden Fall am Start, Sue ist am Start, ja. Tasch ist am Start. Wir konnten schon mal 3 Leute überreden. Ich glaube, Lukas weiß auch davon Bescheid. Sind wir schon mal zu 5 Leute, aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen viel, viel, viel mehr Leute sein. Jetzt gerade ist keiner mehr auf dem Server. Ich muss so viele Leute überreden, wie es geht, Leute. Und ihr müsst, wie gesagt, auch unbedingt dabei helfen. Ihr müsst allen Bescheid geben. Ich glaube, ich warte noch ganz kurz, Freunde, bis jemand hier online kommt. Und dann werde ich, egal wer es ist, egal ob Alpha Clan oder irgendwelche Leute von der guten Seite, ich werde probieren, die Person auf jeden Fall zu überreden. Und dann, ja, Freunde, wir geben auf jeden Fall morgen im Stream unser Bestes. Leute, Alpha Steinchen und Stupi sind gerade auf dem Server gekommen. Reini ist gerade noch da. Das sind wirklich irgendwie 2-3 Minuten vergangen. Alter, was hat Alpha Steinchen da für ein Skin schon wieder an? Ey, wenn ich da gleich wieder hinkomme und sie komplett rumtrollen, habe ich schon wieder gar keine Lust drauf. Ach ja, die trennen ja auch schon wieder rum. Ey, die böse Eichhörnchen ist wieder repariert. Hallo? Hallo! Oh, bist du immer noch Polizist? Hallo! Traitor! Warte mal! Was habe ich machen mit meiner Polizeistation? Warte mal! Warum bist du Batman? Ich bin Batman. Ey, Jungs, ihr trollt wirklich die ganze Zeit noch rum auf der Insel, kann das sein? Was du sagst, du hast meine Polizeistation kaputt gemacht! Das ja, aber die hält. Komm her, du bist eingebucht hier! Nein, komm nein, her. Die ist doch heile! Die ist doch heile, Snoopy, Mann! Ich musste stundenlang reparieren. Weißt du, wie schwer das war? Guck mal, die sieht doch viel schöner aus als davor. Nein, die hässlich. Weißt du, das ist aus Wisch bestellt, Mann. Siehst du, das ist alles kaputt. Das sieht ganz schnell kaputt. Siehst du? Guckst du, kaputt diese. Nein. Das musst du bezahlen. Bezahlen. Alles gut. Ich lass jetzt Ruhe. Ich bin jetzt... Oh, Mann, auf Wisch bestellt. Hast du nicht zugehört? Doch, aber gibt's nicht. Ach, Scheiße, ich hab meinen Monitor getroffen. Ist es weg? Wie, du bist weg? Du bist doch da. Er ist geturnt, siehst aber du? Aber du bist doch nur nachts, du bist doch nachts tätig als Batman, oder nicht? Ich bin Batman, lass mich auch immer die Arbeit machen, ich bin jetzt weg. Okay, also, Tridon, okay. Wir können das klären. Ja. Also, was du mir geben vor diesem, was du kaputt gemacht hast. Scheißtisch. Also, du musst mir 2-6 Goldäpfel geben und 20 Stunden im Gefängnis. Und dann ist geklärt. Was für 20... Batman hat gerade dein Glas... Ich bin wieder Schatten. Supi und Batman. Oh Gott, Alpha-Steinchen. Morgen ist... ist das dein Sohn? Sonnemann, was du machst? Das gibt so Stress, okay? Wo kam der? Wo kam der denn her? Morgen ist das Unheil. Warum macht ihr gerade so? Warum trollt ihr gerade so rum? Morgen ist das Unheil und wir müssen uns vorbereiten und ihr trollt hier rum als Polizist und als Batman? Ich bin Batman, guck mal, wie ich kann. Langsam. Fünf kleine Fortnite-Kiddies. Ja, wahrscheinlich. Ist der eine ist 13 Jahre alt? Oder 12. Und der andere weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht nachgeforscht. Ui, forschen. Ja, Baby? Baby. Das gibt Mindestalter. Nee, gibt's nicht. Auf dem Discord von denen stand das Mindestalter. Und was sagt er? Gibt's kein Mindestalter. Muss ich das jetzt verstehen? Nee, glaube nicht. Oh Mann, ich schlafe hier gleich ein. Ich bin bei 22 Minuten. Was kannst du denn? Wow. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Wart kurz. Hört doch mal auf, diese ganzen Späßchen, Mann. Morgen ist das Unheil, Mann. Was macht ihr hier? Ey, guck mal, mein Sixpack ein. Du hast kein Sixpack. Du bist auch nicht Batman. Was hast du jetzt geholt? Ich habe ein Schild geholt. Tschüss, ich bin weg. Wie, du bist weg? Wer ist da überhaupt? Ist irgendjemand eingesperrt? Du hast dich mal irgendjemand eingesperrt. Doch, das sind ganz viele. Nichts zu reden, okay? Hier ist niemand. Ey, ich muss jetzt auch erstmal weg. Aber morgen ist das... Ey, bitte seid morgen alle am Start. Ich werde auch live gehen. Morgen... Ihr müsst... Warum? Hä? Hier bin ich. Weißt du, Trina, wir können das klären, indem du da bist und ich gehe wieder da. Ey, nein, ey. Alpha Steinchen, bist du wenigstens morgen am... Bella hat es gesagt. Mit dem Gespräch. Tschüss. So, ihr Kock. Ich bin das 20 Jahre alt. Ich war wieder von sich später an heute. Ja, Start genau. Beim Unheil. Ich bin Batman. Hallo, Trigger. Ich kann das doch nicht haben mit euch. Trigger, wo bist du? Hä, wer bist du? Oh mein Gott. Wo bist du jetzt? Oh, wir haben Sommer, Party, wollt ihr wieder einen Crystal? Sommer, Party.
Wollte wieder einen Crystal. Nein, hallo, die Polizeistation, Alter. Schmutzpolizei. Party. Party, hä? Party, 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 Party. Oh Mann, Fortnite-Kiddies. Da ja. Wahrscheinlich. Iron Man kommt da jetzt. Was? Iron Man kommt da jetzt. Hätte der Louis sein können. Und der Clean. Ich dachte, du bist. Ey, ich kann das nicht mehr. Ey, gleich gibt's ein Crystal. Gleich gibt's ein Crystal. Nein, keine Kristall. Nix diese, okay? Nein, also, wir können das gut erklären, ja? Party, 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 Party. Also, Jungs, hör mal kurz zu. Ich sag euch nur, wenn ihr morgen beim Unheil nicht da seid, dann können wir das auch nicht besiegen. Ihr müsst morgen einfach am Start sein. Egal, ob du Superman bist oder Batman. Egal, ob du Bademeister bist oder Polizist. Ey. Ist mir ganz egal. Bitte seid morgen einfach da, okay? Dafür bin ich da. Party! Klatsch! Ey, warum machst du das? Ja, okay. Ah, wer ist dein Bruder? Snoopy mit Helm, Snoopy mit Polizeihut, Snoopy mit dem, Snoopy mit das. Ey, ich kann das nicht mehr. Nein, ich kann das nicht mehr. Jungs, ich muss weg. Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss weg. Nein, bleib still, ciao. Okay? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ey Leute, also Snoopy und Alpha-Steinchen, besonders, oder eher gesagt, der ganze Alpha-Clan, komplett lost unterwegs. Die checken gar nicht, was morgen überhaupt abgeht. Morgen ist der Untergang oder der Anfang der YouTube-Insel, was auch immer Tobi meint. Und die träumen komplett rum. Freunde, keine Ahnung. Morgen auf jeden Fall am Start sein im Stream, Freunde. Morgen Abend gegen 18 Uhr gehen wir live. Davor kommt auch noch wahrscheinlich ein Video, Freunde. Deswegen lasst sehr, sehr gerne auf diesem Video ein Like, dann ab. Wir sehen uns morgen im Video und im Stream. Haut rein, ich bin so herzlich. Und sag alles. Scheiße. Gesundheit. Ratsch. Ja. Deswegen lasst sehr, sehr gerne auf diesem Video ein Like. Wir sehen uns morgen im Video. Ups, mir ist Clip-Ausgeräusch. Möchtest du noch was sagen? Die Endstelle. Alpha-Steinchen, besonders, oder eher gesagt, der ganz Alpha-Clan. Komplett lost unterwegs. Die checken gar nicht, was morgen überhaupt abgeht. Morgen. Na komm, sei deine Endstelle. Ja. Sehr witzig. Ups. Ferkel. Schweinchen. Gutes Standbild habe ich bekommen. So, Freunde, dann kommt auf der Kinder. Hey, das sieht dir ruhig. Wollte gerade sagen. So, Freunde, das kommt dann als nächstes. Aber naja, Fabi kann das mal dir einstellen und sagen. Endcut. Ich? Warum denn nicht? Du musst es erstmal machen. Gut, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren und teilen. Ansonsten, gerne Videobeschreibung vorbei. Über Linktree findet ihr das Wichtige. WhatsApp und Telegram-Ankündigungskanäle, damit ihr bestens für mich bleibt, könnt ihr gerne beitreten. Und sonst, sag gerne Spiele, geh mal vorbei, guten ist auch Tag. Ebenfalls verlinkt in der Videobeschreibung. Und guten Tag. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Video, bis dahin. Euer Simulation Mike 015 und ja. Spiele, geh mal. Oh Gott. Bis dahin. Bye und ade. Tschüss. 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 Tschüss.